Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Horizon 5. Heute mit dem nächsten Fahrzeug aus dem JDM Jules Carpack, nämlich dem 1997er Mitsubishi Montero Evolution, beziehungsweise dem Mitsubishi Pajero Evolution. Wir werden uns heute das Fahrzeug in der Serienversion anschauen und gucken, was er im Tuning für uns bereithält. Und wie immer starten wir in der Optik, nachdem wir geschaut haben, was im JDM Jules Carpack noch so ist. Denn wir haben uns bereits den Autosam AZ1 angeschaut, heute der Montero und die nächsten beiden Male der Stagea und der Serra. Das Carpack ist immer noch für 4,99 € erhältlich im Microsoft Store oder auf Steam. Und je nachdem, was ihr habt, könnt ihr auch Rabatte rausschlagen, ne? Game Pass Ultimate und so weiter und so fort. Aber wir starten wie immer in der Optik und ja, es ist halt so ein Fahrzeug größenmäßig Jeep Wrangler. Hab ich jetzt persönlich nichts für übrig. Ich kann es cool finden, aber ja, es ist ein Mizu. Es steht Evolution drauf, das ist schon mal geil. Ich finde es interessant, diese Finnen hier oben auf dem Dach. Die finde ich sehr interessant. Auch dass die Kotflügel so weit rausgucken, ist ganz cool. Und der Haumeinlass ist auch ganz cool. Ansonsten ein bisschen Unterbodenschutz. Man merkt, das Fahrzeug ist nicht unbedingt für die Straße gemacht. Ja, wie gesagt, das Ding geht zur Seite auf. Ein bisschen Kofferraum haben wir, aber nicht viel. Sind zwei Türer, dafür aber vier Sitzer. Wir setzen uns mal rechts hin. Bots. Ja. Fünfgang. Okay, interessant. Ja, interessant. Machen wir ihn mal an. Und wir fahren mal raus. Und das ist vielleicht auch ein Sound, den man so gar nicht kapiert, dass das da drin ist. Vielleicht hätte man jetzt mit so einem Vierzylinder-Turbo gerechnet oder einem Diesel-Vierzylinder oder sonst irgendwas, aber nein. Ein Sechszylinder ist hier den Leuten von Mitsubishi in die Hand gefallen. Ich bin gerade sehr am Überlegen, ob wir überhaupt ein Rennen fahren sollten. Weil wir sind in D7 457, das könnte nämlich dauern. Und ja, wir sind auf Sierra Nueva, einfach weil wir daraus auch einen Rallye-Aufbau machen werden. Also, was haben wir denn vor uns? Der Montero Evolution. Pajero ist eigentlich der Name in ja, vielen Ländern außer sowas Spanischsprachiges, weil da haben sie nämlich gemerkt, oh, Pajero ist etwas unanständig in der Übersetzung. Lasst das mal nicht machen. Im Prinzip sollte es Selbstbefriedigung bei Jungs bedeuten. Warum auch immer man so ein Auto nennen sollte. Das ist mir unerklärlich. Deswegen hat man ihn dann zu Montero Evolution umbenannt. Ja, wie auch immer, warum auch immer, ist halt jetzt einfach so. Er hat unter der Haube einen 3,5 Liter V6 Saugmotor mit 280 PS sowie 348 Newtonmeter. Das allerdings auf ein Gewicht von 1970 Kilo, also fast 2 Tonnen. Das ist der Grund, warum er so träge ist. Das Ganze mit einem 5-Gang-Handschalter haben wir schon gesehen. Auf Allrad. Der Wagen sprintet von 0 auf 100 in 7,6 Sekunden und hat eine Topspeed von 200 km/h. Fast 197 km/h. Kann man mal machen. Was man auch machen kann, ist das Ding gegen die Bande fahren und dann ins Tuning fahren.
und gucken, was er so für uns bereithält. Denn durch die Gegend zu fahren muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber dann rennen wir halt viel zu lang. Wir haben Motorswaps. Alles klar, einen Ford F450 Super Duty Motor. So Rally natürlich. Racing 6-Zylinder und Racing V8. Wir können auf Heckantrieb gehen. Warum nicht? Und können Twin Turbos drauf machen. Schade, ich hätte gerne Single Turbo eigentlich gehabt. Keine Twins. Mal gucken, ob wir sie noch brauchen werden. Ich weiß es nicht. Wir haben. Oh! Zusatzlichter. Einen wunderbaren Forza-Flügel. Der sich, muss man leider sagen, diesen Dachfinnen gar nicht mal so schlecht anpasst, aber der Rest ist halt für den Arsch. Und wir können das Reserverad entfernen. Nee, machen wir nicht, weil das sieht hässlich aus. Dann können wir natürlich alles Mögliche draufziehen. Und wir werden Geländereifen draufziehen, weil es einfach geil aussieht. 285 vorne, 305 hinten. Können die Dinger nochmal richtig breit machen. Und gucken, was für Felgen wir draufziehen. Brauchen wir überhaupt welche? Diese normalen Mizu-Felgen sind ganz schön. Können die aber nochmal einen Zoll größer machen. Wir haben ja genug Reifen. Rennkupplung. Wir gehen aber auf ein 8-Gang-Getriebe. Rally-Diff. Offroad-Fahrwerk. Er hat sogar nur das. Okay. Entschuldigung. Wie sieht denn der Überrollkäfig aus? Gar nicht mal so kacke. Gewicht. Großer Faktor. Großer Faktor. Können gar nicht mal so leicht werden. Naja. Auspuff. Das klingt schon wieder wie ein Diesel. Schon hart. Okay, mal gucken. Wo geht die Reise hin? Liter V6. Ich glaube, wir brauchen die Twin Turbos. Und dann gehe ich auch wieder zurück auf 3,5 Liter, weil brauchen wir einfach nicht. 600 PS, Alter, ach du Scheiße, warte mal. Könnte man angehen. Machen wir auch. Wir dürfen nur die Reifen nicht rausstellen. Ah, schade. Aber wir haben einen Riesensprung von D auf A gemacht. Mit dem Serienmotor. Dafür erstmal fetten Respekt. Schaffen auch nicht viele Autos. Designs und Lackierung. Ist was Geiles dabei. Wir haben Rot, wir haben Weiß. Beziehungsweise Silber, okay, krass. Und das hier. Eine Evolution-Lackierung, die sogar über die Scheibe geht. Und sogar das Reserverad mit einschließt. Mich würde interessieren, das könnt ihr mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr das ausprobiert. Hier ist das Reserverad mit einer Plastikabdeckung. Hier ist es mit Lack. Kann man mit Design Editor mit diesem Lack, mit diesem Reserverad, was lackieren? Das wäre so eine Sache, die mich interessiert. Ganz anderes Plastik. Hier haben wir wahrscheinlich. Ja. Das ist aber nur die Standard. Ja, gut, Jurassic Park. Nee, die nehmen wir auch. Diese Evo-Lackierung, weil die echt fucking cool aussieht. Aber meine Vermutung bestätigt sich. Bremsen darf ich nicht machen. Reifen darf ich nicht machen. Scheiben darf ich nicht machen. Okay. Das ist halt so schade, dass das in Forza nicht geht. Muss man einfach sagen. Das finde ich super, super schade. Es ist so eine spezielle Lackierung, dann alles andere Serie lassen zu müssen, weil dann verlierst du die Lackierung. Ja, super.
Vor allem, weil wir nicht mal die Möglichkeit haben, über die Scheibe zu lackieren. Aber dann sollten wir jetzt gewappnet sein für Sierra Nueva. Aber welches Rennen fahren wir? Machen wir direkt die Vollkur zwischen in den Canyon, Canyon sage ich. Hier. Das ist kein Bergbau, was ist denn das? Bergwerk. Kann man schon, ja. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Bergwerk durch die Wüste, durch den Sand. Tut dem Auto nicht gut. Mit dem Rost und so weiter und so fort. Aber pff, wir sind in Forza, das interessiert doch keinen. Das Auto steht immer 1A da. Gut, dann gucken wir mal, was er kann. Ohne Einstellung. Oin. Er fällt halt auf hier in dem Raster. Einfach wegen seinem Alter. Weil wenn wir sind 90er all the way. Hier ist kaum was aus den 90ern. Wenn, dann ist es aus den 70ern oder so. Was jetzt den Land Rover und den LM002 angeht. Oder ist der LM002 nicht sogar 80er? Keine Ahnung. Und alles andere ist halt moderner. Deswegen, er fällt schon auf jeden Fall auf. Auch das Ding. Ist das der Scout? Ja. Aus welchem Jahr der Scout ist, habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum er im Spiel ist. Ich vergesse es die ganze Zeit, dass er im Spiel ist. Aber er kämpft sich sehr, sehr gut vor. Denn, was man sagen muss, der Wagen ist natürlich nicht einfach so gebaut worden, sondern aus einem bestimmten Grund, nämlich wegen der Rallye Dakar. Da hatte Mitsubishi die Idee, einen Pajero zu nutzen. Auch schon vor diesem Baujahr. Und das ist natürlich dann ein Homologationsmodell. Und Evo ist bei Mitsubishi immer hoch angesehen, was den Namen angeht, ne? Siehe den Lancer. Und da muss man sagen, wenn ein Pajero den Namen Evolution trägt, dann muss da was dahinter sein. Wie gesagt, Rallye Dakar Homologationsmodell von 2500 Stück. Die so ausgestattet sind. Natürlich nicht, wie wir es getunt haben, ne? Aber 2500 Stück wurden als Homologation genutzt. Das ist schon für einen Pajero geil. Muss man einfach mal so sagen. Und scheinbar scheint er das auch in Sierra Nueva sehr gut rüber zu kriegen. Denn in A ist er gerade ein NPC-Killer. Ich weiß nicht, warum die anderen gerade so hinterherhinken. Das ist einfach geil. Oh, oh, ah, ja doch. Ich muss sagen, er fährt sich auch nicht so schwammig. Obwohl er die Geländereifen hat, nicht die Rallye-Reifen. Vielleicht sind Geländereifen im Sand besser als Rallye. Das weiß ich aber nicht. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre so ein bisschen mehr Rallye-Tuning. Also optisch. Wir haben einen Zusatzscheinwerfer, ja. Vielleicht irgendwas anderes. Irgendwie so ein Schnorchel oder... Ich meine, gut, Rallye Dakar hat jetzt damit nichts zu tun, aber so ein Abtauchrohr. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Damit der Motor nicht, ja, vollläuft. Der Motorraum. Oder so Mudflaps, ne? Haben wir doch bei einigen Ready-Fahrzeugen. Oder irgendwas. Ja, der Überallkäfig ist jetzt auch nicht gerade der heftigste. Ach du Helle. Deswegen, das ist das Einzige, was ich so sehe. Die Optikteile hätten noch ein bisschen ausgereifter sein können. Aber ansonsten war das Tuning eigentlich ganz cool. Gut, Singletober hätte ich mir noch eher gewünscht als Twin. Aber, das ist ja nur mein Geschmack. Du bist zwar ein Rallye-Wagen, aber ein bisschen Sturz darfst du schon haben, ne?
Ist auch hoch wie ein Bus. Das war aber schon vorher. Kann man machen. So, welches Rennen nehme ich, dass ich nicht einfach nur stumpf zurückfahre? Nehmen wir das. Ja, da muss man Sierra Nueva ein bisschen aufpassen, weil die Rennen manchmal einfach nur rückwärts sind. Und das ist ja jetzt auch nicht gerade das Spannendste, gell? Ja, mal gucken. Also bisher kann ich nichts Schlechtes über das Carpack sagen, auf jeden Fall. Mal gucken, was da noch so folgt. Tres Colinas. Im Regen. Warum nicht? Der Wasserfall ist halt wirklich krass da oben. Wie gesagt, Sierra Nueva ist echt verdammt schön. Finde ich auch für Straßenrennen gar nicht mal schlecht, aber das geht halt, finde ich, mit langsameren Fahrzeugen ganz gut und nicht irgendwie mit so S1 aufwärts. Alles bis A kann man machen auf jeden Fall. Guck mal, Rennen hat kaum angefangen. Ich bin schon auf dem Treppchen. Das ist heftig. Man muss auch sagen, der Pajero oder Montero, je nachdem, ist das erfolgreichste Fahrzeug in Dakar. Ich glaube, er hat 12-mal gewonnen. Das hat bisher noch keiner geschafft, mit einem Modell so wirklich. Und das muss man auch erstmal schaffen. Also das erfolgreichste Fahrzeug in Dakar zu sein, ist heute. Und ich glaube, er ist nur bis 2007 gefahren oder so, der Pajero, Montero, je nachdem. Das ist schon heftig. Aber gut, er liefert hier jetzt zum Beispiel brutalst ab. Also wirklich. Ich glaube, ich hätte doch noch mehr Leistung machen können. Gut, ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Leistung, aber... Die Twin Turbos tun dem richtig, richtig gut. Als Saugmotor wäre es wahrscheinlich schwierig. Weil der Motor nicht auf den Schuh kommt. Was schade ist. Aber dieses. Auch diese. Die Lackierung, die wir von Forza bekommen, die so special ist. Das gibt dem auch nochmal ein bisschen mehr. Vor allem, weil er auch hier zum Beispiel diese Dachspitzen mit reinnimmt. Und die Lackierung kennen wir alle von unserem Lancer Evo. So ein bisschen. Diese typische, wie heißt der Rennfahrer? Das ist immer so, Subaru hat Colin McRae und Mitsu hat den anderen. Ich bin nicht so drin. Ich bin wirklich nicht so drin. Das tut mir leid, dass ich es nicht weiß. Aber so ein bisschen Hommage-Lackierung, finde ich, ist es. Können auch noch mal hier reingucken. Also kann man auf jeden Fall mit einer Rallye fahren, auf jeden Fall. Da sehe ich kein Problem. Also hier räumt er gerade richtig ab. Ja, wir sind Mitte A-Klasse, wir sind nichts Außergewöhnliches. Aber es ist schon krass, wenn man 5 Sekunden zum zweiten Platz hat, auch wenn es nur NPCs sind. Finde ich trotzdem sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch so? Also Goliath, ja, genau. Das ist sehr viel Straße sogar. Ich fällt mir nur das hier ein. Ich finde auch, er klingt gar nicht mal schlecht. Also der eine Auspuff war ein bisschen von Arsch jetzt gerade. Mit Rennansaugung, Rennauspuff. Das war nicht so meins. Aber der Sportauspuff geht hier voll klar.
Ist auch ein Sound, den ich nicht aus dem hören würde. Also, mich hätte es nicht gewundert, wenn der Diesel wäre. Ist er aber nicht. Oh, das einzige Komische, was mir halt nur im Auge wehtut, ist der Radstand. Also, was heißt Radstand? Dass die Reifen so weit im Inneren des Fahrzeugs stehen. Das ist... Mach doch ein paar... Forza, gib mir doch bei Offroad- und Rallye-Wagen Spurplatten. Was ist denn mit dir los? Waren die irgendwie ausverkauft oder was, wie sieht's aus? 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, ich weiß es nicht. Jungs, weg. Ich muss euch alle besiegen. Also wie gesagt, CarPack bisher absolut krass. Wir haben uns ja, wie gesagt, das letzte Mal den Autosam AZ1 angeschaut. Könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Jetzt den Montero. Es ist einfach ein gutes CarPack. Muss man einfach sagen. JDM Jewels. Muss man sagen, sind sie auch. Und ich habe nicht viel mit Rally am Hut. Aber ich finde den Montero gerade sehr, sehr geil. 3,5 Liter V6. Dann haben wir jetzt noch Twin Turbos drauf gemacht. Das ist quasi ein Rallye-Eclipse. Als der Eclipse noch kein SUV war. Aber sehe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Der ist halt wirklich, wirklich gut. Also klar, man könnte ihn auch auf Straße aufbauen, 100%, aber... Wo ist denn der Sinn? Der ist ja gebaut für Dakar, also warum sollte er jetzt keine Rallye fahren? Ich finde, das Einzige, was man noch ausprobieren könnte, ist vielleicht das Diff ein bisschen mehr nach hinten legen. Aber auch so fährt er halt richtig, richtig gut. Also wenn ihr das CarPack habt, dann misst auf jeden Fall nicht die Chance, den Rallye zu fahren. Auch wenn ihr nicht so der Rallye-Typ seid, guckt einfach mal, probiert's mal aus. Probiert's einfach mal aus. Weil hier lässt er nämlich gerade alles stehen und liegen und ich weiß nicht warum. Das ist wirklich, wirklich unfassbar. Auch das 8-Gang-Getriebe war jetzt keine schlechte Entscheidung, muss ich sagen. Einfach diese Möglichkeit, so schnell schalten zu können und sowas, ist echt... Auch diese Bodenfreiheit. Heftig, Leute, heftig. Winner. Wheelspin. Ein Auto, was ich nicht will. Auch wenn das Auto Surfbretter auf dem Dach hat, aber das ist ein anderes Thema. Machen wir das doch einfach. Ist da jetzt noch ein Tick zu früh zu gehen, finde ich. Der Pajero ist zu schnell. Und ja, ich stelle das Diff gleich ein bisschen mehr nach hinten. Beruhigt euch, beruhigt euch. Daran habe ich schon gedacht. Mal gucken, was passiert. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, los, los! Wir können am Start sofort in den zweiten, das macht ihm gar nichts aus. Ich habe jetzt vielleicht nicht das Kampfgewicht wie die anderen, um mitmischen zu können, ne? Sind ja doch schon vom Gewicht ordentlich runter, aber... Ich sehe jetzt hier das Problem nicht. Auch die Arctic Trucks, die... können mich salopp einfach mal...
LM002. Der hat andere Probleme. Also ich glaube, da ist sein Tank eher leer, bevor das Rennen überhaupt angefangen hat. Muss man auch dazu sagen. Das Ding schluckt ohne Ende. Oh. Und wechseln wir. Ich wusste gar nicht, dass der LM002 so ein Geschirr, so ein Offroad Rahmen und so bekommen hat. Wusste ich nicht. Hat er das schon in Horizon 4 gehabt? Ich glaube nicht. Ja, da Horizon 4 kam er jetzt auch. Die Abschlussplaylist im Sommer. Die vom Herbst kommt oder kommt noch. Eins von beiden. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Bin ich gespannt. Zum Aufnahmezeitpunkt kommt die erste Horizon 4 Folge. Ne, die ist schon hochgeladen. Heute. Mal gucken, was da für Rezension kommt. Was auch ein Krampf war, hochzuladen übrigens. Weil YouTube einfach mehrfach diese Videodatei nicht verarbeiten wollte. Ja. Ich habe ja Trick 735.392. Deswegen habe ich es doch geschafft. Aber ja, mal gucken. Weg. Oh, 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 oh. Ohne Bande, ohne Bande. Habt das gesehen? Man merkt wirklich nicht, dass er 76% auf hinten hat. Also 0. Das ist heftig. Und jetzt Sprint ins Ziel, Abfahrt. So wird's gemacht. Gut, dann würde ich auch sagen, war's das mit der Folge zum Mitsubishi Pajero bzw. Montero Evolution aus dem JDM Jewels Carpack. Macht euch eure Meinung zu dem Fahrzeug. Ja, nein. Ob sich's lohnt oder nicht. Ob es ein guter Teil des Carpacks ist oder nicht. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Horizon 4 oder 5 wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.